Mit diesem System brauchst du keinen Frühjahrsputz mehr. Dieser Putzmarathon, was man öfters im Frühling macht, du kennst es schon. Im schlimmsten Fall wird das ganze Wochenende mit Fensterputzen, Matratzenreinigung oder Vorhängewaschen verbracht. Mit diesem System fällt das alles weg. Du brauchst nur 15 Minuten Zeit am Tag und es glänzt und funkelt das ganze Jahr lang. In diesem Video erkläre ich dir, wie das geht, was Zonenreinigung ist und wie du das schon heute bei dir zu Hause implementieren kannst. Wenn du dich zum ersten Mal mit diesem System von Fly Lady beschäftigst, empfehle ich dir erstmal dieses Video anzuschauen. Dieses Video liefert den ganzen groben Überblick über das gesamte System. Und heute in diesem Video geht es um die Zonenreinigung. Was ist denn die Zonenreinigung? Im Fly Lady System wird es ja viel Wert darauf gelegt, dass man für einzelne Aufgaben möglichst wenig Zeit benötigt und dass der gesamte Haushalt nicht komplett überfordert. Daher werden die Aufgaben in kleinen Schritten aufgeteilt und es wird empfohlen, den Timer zu nutzen, damit man in der Zeit bleibt und nicht den ganzen Tag putzen muss. Hast du 15 Minuten Zeit am Tag? Egal, ob du arbeitest oder zu Hause bist, ob du Kinder hast oder Tiere hast, ich bin mir sicher, du findest 15 Minuten Zeit am Tag immer. Das Fly Lady System hat die Aufgaben im Haushalt in Gruppen gebündelt. Tägliche Routinen, wöchentliche Routinen und monatliche Routinen. Und jede Gruppe hat einen vordefinierten Tag und die Zeitangaben, in der man die Aufgaben erledigt. Mit den täglichen Routinen schaffen wir eine Grundordnung und Grundsauberkeit. In diesen Videos, wie gesagt, habe ich euch das gezeigt, wie ich das mache. Mit dem wöchentlichen Putz, was wir einmal in der Woche machen, steigen wir etwas tiefer rein. Wir saugen und wischen die Böden, wir stauben ab, wir putzen die Fenster von Fingerabdrücken und Zahnpastaresten und kümmern uns um die Mülleimer. Dennoch gibt es im Haushalt viel mehr Stellen, die gereinigt werden sollen. Das sind die Mikrowelle, Dunstabzugshaube, Backofen, die Fenster müssen geputzt werden, die Sockelleisten abgestaubt werden, die Polstermöbel gereinigt werden. All diese Aufgaben werden in eine dritte Gruppe gebündelt und die Fly Lady nennt das Zonenreinigung. Das heißt, du teilst dein ganzes Haus oder ganze Wohnung nur in 5 Zonen auf. Und hier ist ein Beispiel, wie das aussehen könnte. Pro Woche ist jede Zone dran, die man gründlicher angeht. Heute zeige ich euch, wie die Zonenreinigung für mich im September aussah. Mit dem 1. September beginnt die Reinigung in der ersten Zone, die du für dich definiert hast. Für mich ist es Eingangsbereich, Gästebad und Gästezimmer. Am 1. September habe ich das Gästebad geputzt. Die Zonenreinigung erfolgt am Montag bis Freitag. Und da ich am Dienstag einen freien Tag habe, den Fly Lady sehr empfiehlt, mache ich die Zonenreinigung nur 4-mal in der Woche. Nutze dabei unbedingt einen Timer. Du wirst viel schneller und effizienter putzen. 15 Minuten pro Tag in einer Zone. Überlege dir die Liste aller Aufgaben, die du in dieser Zone machen könntest. Ich habe noch 4 Minuten übrig. Manchmal höre ich auf und sage, okay, es hat mich heute nur 10 Minuten gekostet. Oder ich mache was anderes und heute denke ich, kann ich noch die Tür sauber machen. Jetzt haben wir es geschafft. 15 Minuten sind rum und ich habe geschafft, kleines Bad zu waschen und die Tür. Und jetzt bin ich fertig für heute. Und das ist ein tolles Gefühl. Ich habe was gemacht für das Haus. Ich habe mich nicht allzu beansprucht oder angestrengt, sondern es waren nur 10 bis 15 Minuten. Und dabei ein kleiner Bereich ist fertig und am nächsten Tag kann ich ja weitermachen. Und ich nehme euch natürlich die ganze Zeit mit, sodass du sehen kannst, was man in einem Monat so schaffen kann. Am nächsten Tag habe ich den Eingangsbereich geputzt. Eingangstür, das hat ja nicht so lange gedauert. Ich habe nur 5 Minuten dafür gebraucht. Da ich noch Zeit hatte, habe ich die Fensterbank und Briefkasten vom Staub abgewischt und noch vor der Tür gekehrt.
Ich hatte immer noch 5 Minuten Zeit übrig und ich entschied mich, mit den Kindern die Blumen zu pflanzen. Das hat natürlich keine 5 Minuten gedauert. Aber es muss ja nicht immer so rigoros sein und strikt nach dem Plan und mit dem Timer. Manchmal gibt es Momente, wenn man den Timer einfach ausmacht. Vor allem, wenn die Kinder mithelfen wollen. Dann schaue ich nicht mehr auf den Timer, da ich die Zeit mit denen so verbringe, sie in die Hausaufgabe involviere und auch sie lernen etwas Neues dazu. Wir sind in der 2. Woche des Monats und das bedeutet für mich Küchenzone. Heute möchte ich noch aussortieren. Bevor man in der Zone mit der Reinigung anfängt, sollte man aber zuerst aussortieren, um die Sachen, die man nicht mehr braucht, loszuwerden. Obwohl ich das hier schon mal gemacht habe, mit der Zeit sammeln sich immer wieder neue Sachen an und es schadet nicht, immer wieder kritisch zu prüfen. Mir gefällt sehr das Konzept des Minimalismus und ich möchte gerne mit dem Aussortieren unter diesem Aspekt anfangen. Alles, was wir besitzen, besitzt uns. So möchte ich momentan einiges loslassen und mich freier in meiner Umgebung fühlen. Ich möchte die Sachen loswerden, die mich momentan besitzen. Das Aussortieren nach Fly Lady ist auch ganz einfach. Dafür beschafft er 3 Container. Und die Container könnt ihr beschriften. Zum Wegwerfen, zum Spenden, Verschenken oder Verkaufen und zum Platzbringen. Ich nenne das ein Haus finden, weil jede Sache in unserer Wohnung hat ihr eigenes Haus. Das bedeutet, wenn ich irgendwas finde, was nicht an seinem Platz liegt, lege ich erstmal das in diese Kiste rein und später kann ich das wieder zu dem Platz bringen, wo diese Sache ihr Haus hat. Dann stelle ich den Timer für 15 Minuten und gehe die Schränke durch. Es ist eigentlich ganz entscheidend, mit dem Timer zu arbeiten. Ohne Timer könnte ich stundenlang aussortieren oder reinigen. Der Timer ist für mich Gold wert geworden. Ich bin automatisch viel schneller, weil ich weiß, dass die Zeit rennt. Und ich kann mich auch viel besser motivieren, etwas zu machen, weil ich weiß, dass es lediglich nur 15 Minuten dauern wird. Das würde mich interessieren, ob du beim Putzen Timer nutzt und ob das eine Auswirkung auf dein Putzverhalten hat. Schreib mir gerne in den Kommentaren. Ich gehe nur eine Schublade nach der anderen durch. Wenn der Timer klingelt, habe ich dann nicht allzu viele Sachen, die ich wieder versorgen muss. Und hier soll man die Entscheidung ziemlich schnell treffen. Ich frage mich als erstes, ohne welche Sachen kann ich einfach nicht leben? Was brauche ich wirklich? Oft kommen die Gedanken, naja, vielleicht werde ich das irgendwann mal doch noch benötigen. Aber mal ehrlich, wie oft und wann soll es sein? Ich habe zum Beispiel diese Sushi-Stäbchen sehr lange nicht benutzt. Deswegen werden diese ohne Zweifel gleich aussortiert. So geht es weiter, bis der Timer klingelt. Andererseits gibt es Konzepte wie die von Marie Kondo, wo du alles auf einmal aussortierst, in einem Rutsch sich von dem ganzen Mist befreist. Das tut einem sicherlich gut, wenn man weiß, nach ein paar Tagen ist man fertig mit dem Aussortieren und alles glänzt und funkelt und man hat nur die Sachen übrig, die man wirklich braucht und die Funken auslösen. Aber wer hat bitteschön so viel Zeit auf einmal? Wenn du Mama bist, wenn du Papa bist, hast du sicherlich nicht tagelang Zeit, um auszusortieren. Und ich glaube, es ist nicht nur physisch erschöpfend, sondern auch psychisch, weil man so viele Sachen anfassen muss und so viele Sachen durchgehen muss. Ich habe das Buch von Marie Kondo schon lange gelesen und ich finde, ein paar Konzepte sind wirklich gut und das nutze ich immer noch. Vor allem dieses Konzept, wie man aussortiert. Man soll ja jede Sache erstmal in die Hand nehmen, erst anfassen und überlegen, löst es bei mir diesen Funken aus? Möchte ich... Ist it sparking joy? Wenn es nicht der Fall ist, dann sortierst du die Sache aus. Und so gehe ich auch bei dem Ausmisten vor. Ich nutze das sehr gerne, diese Regel, und frage mich immer wieder, bringt das mir diese Freude? Habe ich diesen Freudesfunken in dieser Sache? Das Buch von Marie Kondo findest du auch bei Blinkist und kannst sogar in 15 Minuten das ganze Buch lesen und das Konzept des Aufräumens verstehen.
Blinkist ist eine App, die ich sehr, sehr gerne nutze, die mir ermöglicht, meinen Horizont zu erweitern, weil ich teilweise auch Bücher lese, die ich vielleicht mir nicht gekauft hätte. Oder ich habe bereits ein Buch gelesen und höre das nochmal bei Blinkist als Auffrischung, wie das zum Beispiel mit Marie Kondo Buch war. Ich nutze diese App sehr oft, wenn ich einfach keine Zeit habe, das vollständige Buch zu lesen. Die Blinkist-App ermöglicht es dir, das Wichtigste aus über 5500 Sachbüchern und Podcasts in nur 15 Minuten zu verstehen. Dabei kannst du die spannenden Aussagen eines Buches entweder gelesen oder akustisch als Hörbuch erfahren. Als Hörversion finde ich das besonders praktisch, da man auf dem Weg zur Arbeit, unterwegs, beim Spazierengehen, beim Kochen oder beim Putzen ein Hörbuch sich anhören kann. Toll finde ich auch das neue Feature Blinkist Connect. Blinkist Connect ermöglicht es allen Premium-Nutzern, einen Premium-Zugang mit einer Person ihrer Wahl zu teilen. Das heißt, du zahlst nur einmal, aber zwei Personen dürfen deinen Premium-Zugang nutzen und du kannst zum Beispiel mit deinem Partner gemeinsam das Buch von Marie Kondo lesen und gemeinsam mit dem Ausmisten anfangen. Und wenn du Lust hast, Blinkist selber auszuprobieren, habe ich einen Rabattcode für dich. 25% auf ein Premium-Jahresabo bekommst du und vorher kannst du Blinkist sogar 7 Tage kostenlos testen und für dich entscheiden, ob das was für dich ist. Die ganzen Infos findest du in der Videobeschreibung. Diese Zone ist meistens ziemlich einfach, weil hier nicht so viel zu tun gibt. Meistens ist es Fensterputzen. Da ich in dieser Zone 5 Fenstertüren habe, die auch oft schmutzig werden. Insbesondere im Sommer, wenn die Kinder öfters raus und rein gehen. Ich putze die Fenster sehr schnell. Dafür nehme ich etwas Spülung, warmes Wasser, einen Lappen und unbedingt den Fenstersauger. Mit dem Fenstersauger ist man ratzfatz mit dem Fensterputzen fertig. Ich seife die Scheiben ein und sauge das überschüssige Wasser auf. Wenn in dieser Zone nicht besonders gemacht werden muss, schließe ich noch den Außenbereich hinzu, also Terrasse draußen oder Garten. Dort finde ich immer etwas für 15 Minuten zu tun. Die Vorhänge werden nun gewaschen, gebügelt und wieder aufgehängt. Die Zone 4 besteht bei mir aus dem Elternschlafzimmer und dem Hauptbad. Im Hauptbad habe ich immer was zu tun. In dieser Zone fange ich immer mit der Badewanne oder der Dusche an. Diese putze ich meistens nur einmal im Monat, wenn diese Zone dran ist. Nach jedem Wasch- und Duschvorgang spülen wir die Wände grünlich und ziehen das Wasser mit dem Abzieher ab. Die Armaturen werden auch mit dem trockenen Tuch abgetrocknet. Somit stelle ich sicher, dass die Dusche nicht allzu oft geputzt werden muss. Und in meinem Fall ist es wirklich nur einmal im Monat. Für die Reinigung nutze ich Wasser-Zitronensäure-Mischung. Und es geht auch relativ schnell. Einmal aufsprühen, etwas einwirken lassen und danach abduschen. Auch die Badewanne putze ich mit der gleichen Mischung, genauso wie die tägliche Reinigung vom Waschbecken und Toilette. Die nächsten 2 Tage habe ich mich mit der Sommerkleidung beschäftigt. In der Zone kannst du alles Mögliche machen und oft nutze ich diese Zeit, 15 Minuten am Tag, um mich dem Kleiderschrank zu widmen oder wie in diesem Fall die Sommerkleidung auszusortieren. Ich trenne diese von der Winterkleidung und habe dann 2 Tage Zeit gebraucht, um die Sachen zu sortieren, zusammenzulegen und die Sachen, die ich nicht mehr brauche, zu spenden. Wir sind heute in der Zone 5
das ist die letzte Zone und für mich sind das zwei Kinderzimmer. Momentan haben wir Renovierung in einem Kinderzimmer. So, ich mache das. Sie haben früher zusammengeschlafen in einem Zimmer und jetzt trennen wir die Kinder und die bekommen jeweils ein Schlafzimmer und wir renovieren das Zimmer von meiner Tochter. Deswegen bin ich heute nur in einem Kinderzimmer. Deswegen wird die Woche wahrscheinlich überhaupt nicht alle. Ja, also wir schauen mal, ob wir Tätigkeiten finden. Für die Zone 5 auf jeden Fall muss ich jetzt Zimmertür sauber machen, weil wir Magen-Darm hatten und die Tür hat auch was abbekommen und ich muss es dringend sauber machen. Das habe ich gestern noch gemerkt, dass da nicht alles weggewischt worden ist. Und wir waschen halt die Tür. Das ist etwas, was ich in den Zonen mache. Ich mache die Türenreinigung, Sockelleisten, Fenster waschen, die Lampe übrigens, die könnte man auch vom Staub befreien und solche Sachen, die man seltener macht und man kann das wirklich einmal im Monat machen und dann ist alles immer sauber, weil du hast dieses rollierende System und du wiederholst die Tätigkeiten immer wieder und das ist wirklich, du brauchst keinen Frühlingsputz mehr. Am Mittwoch habe ich auch die Sommerkleidung von Kindern aussortiert. Ich bewahre die Sommerkleidung separat in einer Kiste auf, damit der Kleiderschrank übersichtlicher bleibt und die Kinder bloß keine kurzen Hosen rausholen, die sie unbedingt im Winter tragen möchten. Am Donnerstag habe ich mich entschieden, den Teppich zu reinigen. Da es ein heller Wollteppich ist, findet man immer wieder Flecken drauf. Mit dem grünen Putzstein, den verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung, kann man auch Teppiche und Textilien reinigen. Keine Ahnung, ob diese Flecken jetzt weg sind. Das muss ich morgen sehen, weil jetzt ist es ganz nass, man sieht es gar nicht. Aber ich bin gespannt, weil ich habe noch mehrere Flecken auf diesem hellen Teppich bei Kindern. Und wenn dieser grüne Putzstein so gut funktioniert, dann, also es hat jetzt nicht mal 5 Minuten gedauert. Manchmal hat man so einen Eindruck, dass Flylight-System viel zu kompliziert sei. Es sind so viele Schritte, die man im Kopf behalten muss und man fühlt sich überfordert. Und ich muss wirklich zugeben, die ersten Monate sind etwas überfordernd, aber das Geheimnis liegt in der Regelmäßigkeit. Je öfter du diese Tätigkeiten wiederholst, umso mehr wirst du das Ergebnis sehen. Genauso wie alle Gewohnheiten, die geformt werden müssen mit der Zeit, wirst du sehen, dass es einfach viel einfacher sein wird. Du machst die Handlungen viel automatischer, du musst nicht mehr viel dran denken. Für die erste Zeit musst du vielleicht zu viel dran denken und ich empfehle Control Journal anzuschaffen. Dort wirst du alles aufschreiben, die ganzen Routinen, alle Aufgaben, die du hast, die Zonen, die du definiert hast, was du in diesen Zonen machen möchtest, alles wird in diesem Control Journal drin sein und das wird so ein ganzes Leben erleichtern und ein Spickzettel für dich sein. Halte nur 2 Monate durch und du wirst es sehen, mit der Zeit wird es viel weniger sein, was du machen musst. Das wird viel schneller erledigt sein, weil wenn du schon mehrmals in dem Fenster geputzt hast, musst du da nicht so viel schrubben, ja? Wenn du mehrmals die Sockelleisten geputzt hast oder Dunstabzugshaube oder Backofen, ja? Das erste Mal ist natürlich viel und du schaffst es nicht in der Zeit vielleicht, aber lass es trotzdem, halte dich an den Timer, du machst es einfach an dem nächsten Tag. Halte durch 2 Monate lang und dann kannst du entscheiden, ob dieses System was für dich ist oder nicht. Erst nach 2 Monaten kannst du entscheiden, ob das wirklich so kompliziert und überfordernd ist, wie das im ersten Moment scheint. Und wenn du nochmal Auffrischung brauchst, wie das ganze System aussieht, was du in dein Control Journal reintun sollst, welche Routinen du hast und wie du die aufbaust und welche Schritte, empfehle ich dir, dieses Video anzuschauen. Da erkläre ich das ganze System in einem Rutsch. Das Einzige, was ich da ausgelassen habe, ist natürlich bei der Zonenreinigung zuerst ausmisten und dann reinigen.